Hey Leute und willkommen zu der letzten Folge der FIFA 19 Koop Spielerkarriere in der ersten Saison mit Dortmund. Zusammen mit Jan. Hi. Ja, ich schneide meinen Hai einfach aus. Ja Leute, auf jeden Fall haben wir heute das letzte Spiel in der Bundesliga. Im DFB-Pokal sind wir ja schon rausgeflogen, schon lange in der ersten Runde. Nice. Aber auf jeden Fall sind wir noch im Champions-League-Finale gegen Atletico Madrid. Das Spiel auch in der heutigen Folge. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts oben beim i bei Jan vorbeischauen. Und ja, da könnt ihr auch die Playlist euch angucken, auch einmal rechts oben beim i verlinkt. Und ja, dass ihr euch alle Folgen mal angucken könnt. Und ihr könnt auch gerne Vorschläge jetzt reinschreiben, ja. Ob wir wechseln sollen, wenn ja, zu welchem Verein. Ob wir hier weitermachen sollen und ja, was auch immer. Schreibt einfach mal was rein, was ihr so denkt. Jo, ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt rein in das letzte Spiel. Wir haben auch gerade schon mal ein bisschen rüber geguckt. Wir können das jetzt einfach mal gemeinsam machen. Machen wir aber nach dem Spiel, nach diesen beiden Spielen sowieso. Also die Folge wird länger, weil wir diese ganzen Sachen noch einmal analysieren. Wer jetzt was geworden ist und so, das werden wir uns alles nach der Folge angucken. Also die Folge wird auf jeden Fall ein bisschen länger. Ja, momentan auf jeden Fall in der Bundesliga bin ich momentan auf jeden Fall Erster in der Torjägerliste. Lewandowski und oder Jan müssten 4 Tore schießen, ja. Um mich einzuholen. Easy. Also das wird ein bisschen schwierig, vor allem wenn ich vielleicht noch ein Tor mache. Mal gucken. Ja, kann passieren, aber wie gesagt, in der Vorlagenliste ganz knapp hier hintereinander. Jan Erster, ich Zweiter. Pulisic auch da mit auf Platz 3 mit 10 Vorlagen. Und in der Champions League ist es eben ein bisschen andersrum. Bisschen ist gut, es ist halt sau knapp. Ja, es ist echt sau knapp. Also Torvorlagen vorne hab ich hier mehr, aber auch ganz knapp hinter mir bist du. Aber dann hier die Torjägerliste sind wir beide auf Platz 1 quasi mit 8 Toren. Also wir haben noch ein Champions League Spiel. Griezmann kann uns auch noch einholen von Atletico Madrid, ja. Also es ist alles noch offen hier, deswegen schauen wir nachher nochmal drauf, wer was gewonnen hat. Aber wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, die Folge wird genau deswegen länger, wenn ihr euch jetzt wundert, hier, Alter, was, 30 Minuten oder so. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Jetzt auf jeden Fall hier gegen Gladbach und das wird toll. So Leute, und die Ausdauer voll oben, jeder hat volle Fitness und ja. Ich bin gespannt, außer hier Guerrero hat nicht. Gut, dass Mike ausgewechselt wurde in der letzten Folge. Ja, sonst hätte ich glaube ich auch nicht. Ich hätte glaube ich echt nicht volle Fitness, aber das war letzte Folge, das war irgendwie witzig. Ich habe mich aus Versehen ausgewechselt. guckt euch einfach mal an. Aber nach diesem Spiel haben wir auf jeden Fall 2 Wochen auch Pause und dann kommt erst das Champions League Spiel. Also da sind wir auch mit voller Fitness am Start. Mega cool. Ja, ja, der Mike macht sich wieder warm. Ja, ja, mega. Ja, ich muss ja immer in Topform sein. Ich hoffe, ich werde im nächsten Spiel mit der Kapitänsbinde gezeigt, wie ich mich warm mache. Stimmt, Leute, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wir kämpfen ja immer noch um den Spieler des Monats. Naja. Also, wir kämpfen nicht wirklich drum. Letztes Spiel haben wir nichts gerissen. Das Spiel Dieses davor Spiel, haben wir gar das Spiel nicht davor gespielt. Haben wir nicht gespielt. Also, ich Dieses Spiel nicht, ist das letzte Spiel. Nur, also, wenn einer von uns einen Hattrick macht, dann wird er wahrscheinlich nominiert sein. Aber ansonsten... Ja. Kann ich mir das, oder vielleicht 2 Torvorlagen, wenn sowas passiert, aber also da musst du schon mindestens 3-4 Scorer-Punkte machen, ansonsten. Ja. Nee, das wird echt krass, aber ich habe ja schon 5-mal gewonnen, Jan noch gar nicht, deswegen hat sie ein bisschen geärgert. Ja, ich wurde aber häufiger nominiert als du. Ja. Das ist aber eigentlich Nein, sehr traurig. Nein, stimmt gar nicht. Doch. Nein, die ersten paar Male wurdest du, glaube ich, nicht nominiert. Bist du wurdest ganz sicher? Ja, ja, ziemlich sicher, dass du die in den ersten paar Monaten, wo also die ersten Monate, in den ersten 2 wurden wir, glaube ich, gar nicht nominiert. Und dann war ich 2-3-mal nominiert, wo du gar nicht nominiert warst. Ah, na klar! Mal wieder ein Pfostenschuss. Ist auf jeden Fall egal, Leute. Ich will den nicht unbedingt nochmal gewinnen. Aber ja, wäre ganz nett, wenn Janne nicht gewinnt. Deswegen löse ich ihn da. Ja. Deswegen würde lieber ich ihn gewinnen als er. Nein, Spaß. Also es ist nur witzig gemeint, Leute. Ne? Nicht ernst nehmen hier. Dann sagen die hier alle wieder in den Kommentaren, Alter. Gar kein Ehrenmann, Alter. Ich hab zu viel Pech. Ja, du hast tatsächlich Pech. Du triffst so oft das Aluminium. Das ist so krass. Da bräuchten wir eine Statistik für. Leute, rechnet das mal aus. Wie oft hat Jan das Aluminium getroffen? Ja, wir probieren jetzt einfach ein bisschen hier funny zu spielen. Und Meister sind wir ja eh schon 2-mal geworden. Also von daher passt das. Der doppelte Meister. Das ist dann 9 Titel abgeräumt.
Yes! 1-0! Ole! Ich glaube, das ist das Tor, warum ich jetzt nicht mehr eingeholt werden kann auf der Torjägerliste. Ja, das war vorher aber auch. Naja, also Lewandowski kann schon mal 5 Tore machen, ja, gegen Wolfsburg in Real Life. Ja, passiert mal. Weiß man nie. Also, das war auf jeden Fall schon mal abgesichert. Wie war das in den Torvorlagen? Hatte ich eine mehr, ne? Ja, also 24 Tore in 34 Spieltagen. Oh, wirklich starke Parade. Geile Parade. Davon habe ich 30 gespielt mit dem heutigen Spiel, also nur 4 Spiele nicht gespielt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Bilanz, aber auch realistisch. Also mehr wäre zu viel gewesen. Wenig, ja, wäre zwar vielleicht auch realistisch, aber dann wäre es nicht so cool. Das Alter. Ist ein guter Schuss gewesen. Das war Eckmann, Zielschießen vom Allerfeinsten. Nice. Apropos, der linke Fuß ist bei dir besser. Ja. Da hast du mal wieder bewiesen, dass du der, da hast du den alten Jan ausgepackt, ja, von Rapid Wien, Alter. Richtig geil. Halbzeit, Leute. 1-0. Passt. Hättest auch ein Tor verdient. Ja, nach deinem Schuss dann doch nicht mehr vielleicht. Nein, aber war alles super, super Sache, ja. Toll. Hui. Mal gedacht, hey, das wäre doch witzig, einfach mit der Stadt, in der Stadt. LOL, 2-0. Mann. Leider das Tor nicht für dich. LOL. Ey, was ist das denn? Ja, auf jeden Fall wirst du Lewandowski damit nicht überholen. Ja, vorher in die Fresse gegangen. Ja, schade. 2-0 auf jeden Fall. Absolut, jetzt kommt Spieler des Monats verdient. Finale. Ja. Ja, wer weiß, wenn du jetzt Spieler des Monats wirst, na, dann fress ich irgendwas. Ich fress diese Plastikflasche komplett. Okay. Leute, Spieler des Turniers Leute, Spieler des Turniers ist bekannt gegeben. Ich bin der Spieler der Bundesliga. Krass. Da ist auf jeden Fall. Goldener Schuh. Ja, dann Torhüter des Turniers ist Roman Bürki. Goldener Schuh gehört auch mir. Mike ist auf jeden Fall treffsicher. Da, dass man da die Torque nicht erwähnt hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Jetzt machen wir erstmal die Spiele, wie gesagt, dann gucken wir nochmal genauer drauf. Aber, ja, so grob jetzt mal hier gezeigt. Nicht, dass ihr euch hier verwirrt fühlt. Ja, das ist halt wirklich krass, du hast halt so viele Auszeichnungen bekommen. Du hast eigentlich schon ein volles Regal mit Torjägerkanone. Oh, Schalke gewinnt den DFB-Pokal. Alles klar, unser Kontrahent, unser Rivale. Okay, unsere beiden Verträge laufen in 2 Monaten aus. Beide sind auf einer großartigen Form und beide sehr, sehr glücklich. Wie gesagt, ihr könnt entscheiden. Guck mal hier, du hast plus 9 insgesamt und ich habe plus 4. Ja, weil wie ist das möglich? Ich verstehe es Rolle nicht. Rolle im Kader, sporadisch. Du hast es ja vorhin noch gesagt. Hast du gesagt, aus deinem eigenen Mull hast du gesagt, dass ich so viele Preise schon abgeräumt habe. Ja, hast du ja auch. Ich verstehe es nicht, es macht für mich keinen Sinn. Also ich meine, es ist für mich dass nicht schlimm. Dass du die ganzen Preise bekommen hast, verstehe ich auch nicht. Es ist nicht schlimm für mich, dass ich nicht so krass bewertet werde hier, aber ich meine, ich bin 21, du bist 17. Ja, klar, ich weiß. Aber trotzdem. Naja, egal. Auf jeden Fall, unsere Verträge laufen aus. Alter, wie ich mich schon wieder versprochen habe. Auf jeden Fall laufen unsere Verträge aus. Und ihr könnt, wie gesagt, reinschreiben, ja, was ihr davon haltet, wo wir hingehen sollen, ob wir noch bleiben sollen. Ist mir schack. Schon wieder. So, Leute. Jetzt geht's los. Finale. Dortmund gegen Atletico Madrid. Hier sind übrigens die Kandidaten für Spieler des Monats. Also wir sind auf jeden Fall nicht dabei, wie Jan das schon gesagt hat. War aber auch klar, wie gesagt, ein Spiel nicht gespielt, ein Spiel gar nichts gezeigt. Und das andere Spiel habe bloß ich ein Tor gemacht. Liverpool gewinnt die Europa League. Wer gewinnt die Champions League? Das werden wir jetzt sehen. Let's go. Okay, Leute. Jan darf in dem letzten Spiel im Champions League Finale Kapitän von der Borussia sein. Borussia Dortmund Kapitän ist Jan. Dafür übernehme ich den linken und rechten kurzen Freistoß. Elfmeter natürlich wie immer übernehme ich den, aber Jan hat mir den linken und rechten Freistoß gegeben, dass eventuell, wenn ein guter Freistoß mal rauskommt, vielleicht auch was Gutes draus wird.
Alter, was war das denn? So Leute, die Spieler kommen aus dem Tunnel raus. Finale ist angesagt. Crazy. Wir spielen tatsächlich zu Hause bei Atletico Madrid. Sie haben es geschafft, bei ihrem Heimwettbewerb quasi hier ins Finale zu kommen. Die Kameramänner gehen erstmal durch unser Schild. Das macht es gar nicht leicht. Das ist richtig kritisch jetzt. Crazy. Auswahl gab es keine. Wir fangen einfach an. Der Mike fängt an, steht am Anschlusspunkt. Viel Spaß in diesem Spiel. Alter. Mach halt noch ein gestrecktes Bein, Alter. Jan. Oh, oh, das hat gerade ein bisschen irgendwie geruckelt, ja. Unrund gelaufen. Voll der Scheiß. Mann. Boah, ey, stell dir mal vor, im Champions League Finale ein Tor zu machen. Vor allem, wir haben beide 8 Tore und sind beide auf Platz 1 quasi. Das wäre voll krank. Also es würde sich hier auch ein bisschen entscheiden. Griezmann könnte uns auch noch einholen. Hat 6 Tore. Interessant. Irgendwie habe ich ihn rübergebracht. Jetzt nochmal in die Mitte. Oh! Alter, wäre das cool gewesen. Jetzt. Please. Nein. Was passiert hier? Oh Gott. Oh Gott. Er hat mich richtig gut weggegrätscht. Muss ich sagen, das war fair gemacht. Perfekt getimed. Ich habe halt, als ich gesehen habe, er setzt so Grätsch an, direkt auf Schießen gedrückt. Sogar grünes Timefinish getroffen, aber da ging nichts mehr. Jetzt. Vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Ja! Yes! Im Finale getroffen. 33. Spielminute. Yes! Sehr stark. Die Dortmunder Fans rasten aus. Krass. Treffer Nummer 9 in der Champions League. Vom Kapitän. So. Wir gehen in Führung, das ist schon mal sehr, sehr stark. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh, danke. Bitte, 2-0. 40. Und wir können uns wieder nicht in die Arme nehmen. Vielleicht komme ich. Beste Jubel. 40. Minute Champions League Finale Tor. 2-0 jetzt schon in der ersten Halbzeit und er haut so einen Jubel raus. Das war auf jeden Fall cool. Aber schöne Vorlage. Schönes Tor. Mit dem jetzt rechten Fuß, glaube ich. Einfach, ich glaube, es wäre fast Pike einfach reingegangen. Ja, glaube ich ja. Jetzt glaube ich, bist du der Torjäger der Champions League. Denn ja, Griezmann müsste auch noch 2 machen. Griezmann müsste 4 machen, aber ich glaube nicht, dass ich 2 mache. Definitiv nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, du müsstest es sein. Starke Leistung. 2 Tore im Champions League Finale. Sehr, sehr gut. Halbzeit im Finale. Steht es zur Halbzeit 2-0. Was ist denn hier los? 2 super Tore von Jan. Und Atletico Madrid hat irgendwie keine Lust. Birki, Junge. Wow. Voll. Alter, wärst du da auf Zack gewesen, wäre das voll krass. Damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich auch nicht. Das kann ich auch nicht rechnen. Aber wenn du einfach so irgendwie aus Spaß vorgegangen wärst. Oh, nee, ja, ja. Bester Mann. Das tut weh. Oh, jetzt gibt's aber mal Chancen für Atletico. Schon die 3. Chance hintereinander. Das war die gefährlichste. Knapp übers Tor. Da hast du draus gerufen. Nein. Hä? Hä? Also ich habe mir am Anfang mal ja, kurz. Ja, du hast ihn doch, ja. Aber am sagen. Ende nicht mehr. Da, also da hier habe ich mit ihm Scheiße gemacht. Hier habe ich Scheiße gemacht, aber jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, der wollte da zur Flanke rausrennen, weil der schon draußen war. Ja, fuck. Sorry. Aber muss ja auch spannend sein hier. Fuck. Lol, wie sie da durchkommen. Ich sollte auf jeden Fall keine Faxen im Torwart machen. Wir wechseln erst später. Würde ich sagen, weil vielleicht geht es ja noch in die Verlängerung. Das stimmt. Gar nicht dran gedacht, dass es dir auch noch Verlängerung geben kann, aber ja, na klar. 2-2, keiner hat gewonnen, ich nehme den Pokal wieder mit heim. Pech gehabt, nächstes Jahr wieder. Das ist ziemlich witzig. Oh, die Annahme jetzt!
Schuss! Und! Oh. Oh. Natürlich habe ich das gesehen. Hey, was war das? War richtig cool. Beste Ballername der Karriere. Erstmal reingrätschen. Oh, jetzt haut der nochmal einen raus hier. Ich dachte gerade schon. Also hier habe ich nichts bewegt, keinen Torwart, gar nichts. Atletico, ich mache jetzt nichts mit dem Torwart. Das ich auch nicht. Das war schon zu viel jetzt wieder. Atletico Madrid gibt natürlich Gas, die wollen natürlich nicht verlieren. Es sind nur noch 8 Minuten zu spielen, plus eventuell Nachspielzeit. Die geben richtig Gas, die haben richtig eine Chance nach der anderen. Das wäre wieder eine richtig gute Chance. Mal gucken, ob hier noch was passiert. Oder ob wir mit 2:1 den Pokal gewinnen können. Oh nein. Oh, Bürki! Was eine Parade war das denn? Kurz vor Schluss so eine Parade rauszuhauen. Ganz, ganz stark und sehr, sehr wichtig. Was ist hier los? Okay, das sollte es gewesen sein, schätze ich mal. Wir haben den Ball. Ja! Wir sind Champions League-Sieger! 2 Pokale abgeholt. Nur der DFB-Pokal halt nicht, ne? Ja. 2 Tore von Jan, entscheidendes Spiel. Ich kann es gar nicht fassen. Erneut, auf meinem Kanal holen wir uns den Pokal. Erneut, geben wir richtig, richtig Gas. Belohnen uns dafür. Champions League-Sieger Borussia Dortmund. Und Jan dürfte hier den Pokal hochhalten, glaube ich. Ziemlich sicher. Das werde ich gleich machen. Spiegelung ist natürlich wieder am Start. Götze, sein größter Erfolg. Neben das der WM natürlich. Jan. Yes, wir haben es geschafft. Eine Saison lang richtig stark gespielt. Und eine Saison lang 2 Pokale geholt. Also in einer Saison. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler natürlich auch. Wie auch schon bei der Meisterfeier. Ja, nix Bayern, nix Madrid. Dortmund. Wie gesagt, nur im DFB-Pokal. War Stuttgart einfach besser als wir. Ja, und am Ende hat Schalke gewonnen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen Karma, aber naja. Stuttgart generell eine gute Saison. 5. Platz oder so am Ende geworden. Krass einfach. Hey! So, es wird kräftig gefeiert. Ja, vielen Dank, dass ihr bei diesem Projekt so schön und fleißig hier eingeschaltet habt, immer dabei wart, unterstützt habt. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt gerne mitentscheiden, wie es mit dem Projekt weitergehen soll. Ja. War auf jeden Fall cool. Cooles Projekt. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Geile erste Saison. Mal gucken, ob es noch weitergeht. Wie gesagt, könnt ihr gerne was reinschreiben. Bilder habe ich nämlich genug jetzt gemacht. Wir schauen uns einfach mal an, wer was geworden ist. Und ja, das überlasse ich jetzt einfach mal Jan, ne? Ja? Das. So, Spieler des Turniers, wer jetzt das geworden? Nee, das bist du. Oh. Aber ist das da, doch, oder ist das Warte, lass mal, dann kommt der Text gleich. Der Text kommt ja gleich. Ja, ein paar Minuten. Nee, Champions League. Ich bin tatsächlich auch Spieler des Champions League-Wettbewerbs geworden. Ja, Bundesliga, Torjäger, hast du geschafft. Torvorlagen hab ich geschafft. Ja, ohne Gegentor, Bürki, auf jeden Fall habt ihr gesehen. Dortmund immer oben dabei. Absolutes Tier. Außer bei den gelben Karten und roten Karten. Wir hätten fast, hatten wir... Nur einer hat 2 rote Karten? Was? Voll wenig. Ja, du hast auch eine. Ja, eine. So, DFB-Pokal, ja. Wir hätten hier fast das Tor kassiert, nochmal hier gegen Madrid. Ja, DFB-Pokal haben wir ja nicht. Da sind wir ja eh nicht da. Ja, Champions League hier, guck mal, 10 Tore in 13 Spielen, das ist echt richtig gut. Das ist echt cool. Plus noch dazu die Torvorlagen mit 6 Torvorlagen. Halt mehr als 1 Scorepunkt pro Spiel, du natürlich auch. Wow. Starke Leistung auf jeden Fall hier. Ja. Bürki müsste auch hier irgendwie dabei sein. Jo, super Sache. Neuer auch dabei, obwohl die schon im Viertelfinale rausgeflogen sind. Also der hat ja alle Spiele ohne Gegentor gespielt, außer eben das Viertelfinale dann. Ist ja krass.
läuft. Gut, ja, das war so grob alles. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke fürs fleißige Einschalten immer wieder aufs Neue. Dann würde ich sagen, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bleibt weiterhin aktiv. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.